Mit diesem Beitrag wollen wir die Unternehmenskasse als interessantes, multidisziplinäres, betriebswirtschaftliches Gestaltungsinstrument in ihrer Funktionsweise und Systematik kurz erklären. Am einfachsten ist es möglich, wenn man die Unternehmenskasse als Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge mit einer klassischen Versicherungslösung, wie sie im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge häufig eingesetzt wird, vergleicht. Bei der Versicherungslösung erfolgt in der Regel, von arbeitgeberfinanzierten Zusagen abgesehen, im ersten Schritt eine Gehaltsumwandlung. Ein Mitarbeiter verzichtet zum Beispiel von 2.000 Euro Bruttogehalt auf 100 Euro. Im nächsten Schritt werden nur 1.900 Euro verbeitragt und 1.900 Euro versteuert. 100 Euro bleiben sozialversicherungsfrei und steuerfrei für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese 100 Euro werden nun 1:1 an eine Versicherungsgesellschaft überwiesen, sei es im Durchführungsweg der Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds oder auch rückgedeckte Unterstützungskasse. Hier passiert bereits der erste Punkt, der für den Arbeitgeber mehr als suboptimal ist. In dem Moment, in dem er 100 Euro an die Versicherungsgesellschaft überweist, sind diese 100 Euro unwiederbringlich, unwiderruflich verloren für das Unternehmen. Er kann sie weder stornieren, noch zurückholen, noch kündigen, noch beitragsfreistellen. Die Liquidität hat endgültig das Unternehmen verlassen. Der ein oder andere sagt an dieser Stelle, hätte der Arbeitgeber die 2.000 Euro an den Mitarbeiter überwiesen, 1.900 plus die 100 Euro, wären diese 100 Euro auch endgültig liquiditätsmäßig aus dem Unternehmen weg. Dies ist natürlich richtig. Der einzige gravierende Unterschied ist, auch die Haftung wäre für den Arbeitgeber aus dem Unternehmen heraus. Der Arbeitgeber haftet nämlich nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz weiterhin für diese 100 Euro für die Erfüllung der Zusage, die er dem Mitarbeiter gemacht hat. Und die Liquidität aus dem Haus geben, die Haftung zurücklassen, ist für den Unternehmer kein interessanter Weg. Doch wie sieht es beim Mitarbeiter aus? Der Mitarbeiter bekommt am Ende der Laufzeit eine bestimmte Leistung ausbezahlt. Diese Leistung ist nicht die verzinsten Sparbeiträge, zum Beispiel 100 Euro mal so und so viele Jahre mal 1,75%, sondern nur ein Teil davon. Ein nicht allzu kleiner Teil geht verloren für Kosten, Verwaltung, Gewinne und Provisionen. Durchschnitte landen rund 65% im Spartopf und nur 65% bis vielleicht 70% stehen für den Mitarbeiter zur Verzinsung zur Verfügung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat basierend auf einer Studie von Franke und Bornberg vor kurzem Zahlen veröffentlicht von 42 untersuchten Versicherungen. In den untersuchten Beispielen waren durchschnittlich erst nach 14,5 Jahren Prämienzahlungszeitraum die eingezahlten Prämien vorhanden. Das heißt, es dauert 14,5 bis teilweise sogar 20 Jahren, bis die eingezahlten Beträge in der Versicherung vorhanden sind. Das heißt, bis die 100 Euro vorhanden sind, muss sich der Restsparbetrag 14,5 bis 20 Jahre verzinsen, bis hier für den Mitarbeiter wieder 100 Euro zur Verfügung zu stehen. Das ist eigentlich eine Situation, die für den Mitarbeiter nicht tragbar, nicht hinnehmbar ist. Vor allem, wenn man bedenkt, wie kurzlebig manche Arbeitsverhältnisse doch sind. Als für beide, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, das klassische Versicherungsmodell kein zufriedenstellendes System.